Und ich hoffe, Tipp stirbt dabei. So, hat er noch Start. So eine geschmolzene Kupfermasse drin? Und noch 3 Sekunden, dass jemand posten kann. Tipp hat sich mit dem Computer vereint. Hatten wir die Karte nicht gestern schon? Kann nicht sein, die werden automatisch generiert. Komm, da gehen noch ein paar rein. Hallo, Baratur. Nein. Hallo, Baratur. Ah, Henrik ist nur da. Wollte gerade sagen, Baratur kommt doch gar nicht rein. 2 Stunden. Ja, ich wollte nur rein. Jetzt wieder. Ey, was soll ich? Fisch mir hier zu voll, ich hab viel zu viel Angst. Ja, hier brauchen locker die Leute immer ein bisschen auf bereit drücken. Mein Tisch wischen. Ist hier auch ein Passwort drinne? Wie, warum ist hier ein Passwort drin? Weil es so ist? Guck mal, wie viele Leute hier schon drinne sind. Alter, was machst du? Henrik! Hör auf, Leute hier rein zu moven. Boah, Alter. Ich hab keinen reingemoved, du Hure. Außer Dani. Dani hab ich reingemoved, weil er mich angestupst hat. Alle, die letzte Runde wird wahrscheinlich als Video nicht morgen sein, sondern Montag. Wann kommt eigentlich die Seelensorge-Folge von gestern? Die war ich ja glaub grausam. Morgen. Gar nicht? Oder Montag. Oder gar nicht. Gestern gar nicht. Gestern war sie nicht. Hallo Baratur. Aber. Aber Baratur. Aber Baratur. Los, ihr Scheißlampen. Ich hab wieder 50 Euro verdient. Yay! Yeah. Was war das? Hast du so wenig? Durch. Ich anschaue. Bonus. Geht's denn noch nicht los? Achso, weil Centaurio noch nicht breit ist. Weiter da. Ernsthaft? Immer noch? Und. Wow. Die Planetary Annihilation Titans. Oh, ich werde eigentlich Henrik hier reingelassen. Versuche erstmal alle Planeten zu generieren, bevor du dann mal auf Start drückst. Erste Runde ging es viel schneller mit den Planeten generieren. Gibt es kann ich Tipp eigentlich jetzt noch? Anzahl an Zufallssystem? Keine Ahnung. Sehe ich aus, als wenn ich das wüsste? Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin ja alle Packs. Ja, an Sappekanone. Ah, der Hund ist weg, das bedeutet, er kackt irgendwo hin gerade. Oh. Ja, wahrscheinlich. Vernachlässige das Spiel. Nee, am Anfang kann ich das nicht vernachlässigen, später ist okay. Wenn's nicht mehr so stinkt. Anton, geh weg von der Hose. Richtig, Anton, geh weg von der Hose. Anton, Hand aus der Hose. Anton hat gar keine Hose an. Ja, der putzt mich dann wieder an der Hose und das erschreckt mich immer. Wieso? Er ist dein Freund, lass ihn doch. Was? Lass doch Anton von der Hose putzen. Ich fand das nicht so super. Ich habe heute noch ein Video gesehen von einem Babykaninchen. Oh. Dann wird gezeigt, wie das groß geworden, wie das wächst und dann wird es bei Weihnachten gegessen. Wow. This. The cycle of life. Korrekt. Aber Babykaninchen mag ich nicht, den kannst du nicht so. Die sind nicht leider nicht so intelligent, aber Anton, jetzt kann ich schon richtig was beibringen. Anton, Platz! Das ist die Pfanne! Puh. Blöde Frage, was der in der Wohnung und so folgt er mir und so. Bitte? Warst du das mit Männchen dem coolen Hasen auch, oder war das Yadio? Jetzt seid mal ruhig, Baratur hat geredet! Blöde, gibt's, da es heute einen Stream gibt, gibt es dann morgen keinen oder so? Doch, es gibt morgen einen Stream, aber wir werden morgen wahrscheinlich nicht im Multiplayer spielen können. Morgen gibt es dann Watch Dogs oder so. Richtig, morgen gibt es wahrscheinlich Watch Dogs, die PC-Version live. Cool. Wer hat mich denn da gefunden? Echt schön, wie man auf der Karte genau sehen kann, wo wer sitzt. Na, wer wo sitzt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wo wer sitzt. Also, wo ein Gegner ist, aber ich weiß ja nicht, welcher Gegner da ist. Ah, ich hab Tim gefunden. Das ist Tips guter Zwilling.
mal, kann man hier Spots nicht, Spots, Spots bauen, cool. Jo, Tipp übertreibt halt. Oh, scheiße, über mir ist ein Bug. Kann doch schrecken. Ach, das ist doch kacke, Alter, wenn du morgen, ach, ich bleib einfach dran. Hä? Weiter sah! Was ist das? Das ist ein Stück Scheiße! Alter Schwede! Das muss ein Stück Scheiße sein, es war eine Erdnuss drin! Was? Lecker, die ist das ist ein Schokoriegel. Mit Mais Country-Riegel. Alter. Oh, Haselnussgeschmack. Pascal? Ja? Mit dem wirklich. Darf ich kurz Propaganda für den TS-Skin machen? Mach doch. Okay. Propaganda. Propaganda-Style. Ja, dann musst du es, wenn schon, im YouTube-Chat stellen. Bin doch gerade dabei. Ich hab das nur da auch noch rein. Wer fliegt denn da mit seinem Commander weg? Das ist Necro bestimmt. Alarm abfahren. Operator, oh, spielst du mit? Nein, aber ich kenne Necros, ich kenne Necros Spielweise in dem Bezug. Ja, ja, gestern auch. Da hab ich ihn auch schon mal getötet. Ja. Das sind jetzt auch noch kritische Einheiten, da hab ich drauf geachtet. Ah, ja. Oh. Herr Jordel? Ja. Wenn du möchtest, kannst du dir den mal runterladen. Bei dem solltest du keine Probleme mehr haben, dass du nichts erkennen kannst. Ich lade mir gar nichts jetzt runter. Ich hab Hunger. Mein nur. Jordel, lad dir einen runter. Einen Stern von ganz fern. Jordel, sonst ruf doch einfach Halo an, ob der dir was zu essen rüber bestellt. Besten nochmal braun. Ah, Tipp. Dauerzustand, wa? Dauerlicherweise? Ich mag auch Tipp. Wer mag Tipp denn nicht? Da haben sich doch zwei gefunden. Also vorhin als du auf... Nicht mehr, glaube ich. Tipp, als du vorhin AFK warst, haben dich schon Leute vermisst. Richtig. Die haben sich schon gefragt, wie man denn mit so einem wundervollen Menschen wie dir in Kontakt treten kann. Also ich meine, warum lachen hier Leute? Der Sarkasmus stinkt bis hierhin. Du wirst was im YouTube-Chat gefragt. Jetzt, ist das eine Ansage an mich? Nein, an Mo. Ich wollte schon was sagen. Ich wollte schon was fragen. Oh, wo hast du das gemacht? Da die Dinger, aber der ist ja gar nicht mehr. Die Dinger kannst du nicht machen, die musst du programmieren. Also da gibt's kein Programm für. Aber danke. Arathur, hast du schon deinen Stollen bekommen?
Nö. Oh. Oh, verdammt, das ist jetzt. Er hat mir aber versichert, dass es bis zu dem. Also jetzt, das nächste Wochenende, dass es wohl bis dahin da ist. So, der Hund hat auf jeden Fall gekackt irgendwo. Ich riech das. Oh. Aber. Ja, schön. Öde Mobs. Nein. Wer greife ich denn da von hinten an? Der Lump. Sind die ganz schlimm. Süß mit seinen blöden Dogs. Das bin ich. Oh fuck. Ja gut, und mit Dogs in und Brenner rein zu rennen ist auch sehr intelligent. Er rennt damit wie was rein, was? Mit Dogs bin ich in so einen Brenner reingerannt. Das war sehr intelligent, muss ich sagen. Oder er hat einfach nur gepupst, das kann auch sein. Das riecht beim Mützen sehr schlimm. Das riecht bei jedem Hund, glaube ich, gleich schlimm. Also ich glaube bisher, als ich damals in der Schule noch im Fitnessstudio war, der Mops von dem Besitzer war, wenn der gepupst hat, ne? Boah, ey. Oh, der erste Tote. Ekelhaft. Ging ja schnell mit den ersten Toten. Wer hat ihn jetzt gekillt? Ich habe nicht aufgepasst. Oh mein Gott, oh, ich dachte schon, das wäre Lucky Shot gewesen. Wer ist rot? Fury. Nee, Lucky Shot hatte nur ich. Den habe ich nicht eingestellt. Hä? Ja, hast du die letzte PA-Folge dann nicht gesehen? Nee, ja, der guckt kein PA. Natürlich! Proof auf gut Glück mir 4 Atombomben mein Gerät. Naja, ich auch mal mit. Aber da war ich doch im TS. Baratu, ich gehöre jetzt mit zu den Mechanikern. Ich bin jetzt auch cool. Mit zu den Mechanikern? Ja, er hat jetzt einen Job. Ja. Er ist jetzt Mod. Cool. Ich bin nicht mehr arbeitslos. Mod ist er doch schon seit ein paar. Nee, seit heute. Seit ein paar Stunden. Aber im TS ist er das doch schon seit ein paar, seit 2 Wochen. Das habe ich nicht genehmigt, aber sonst das ist okay. Das habe ich genehmigt. Wer ist denn schwarz? Immer der, der fragt. Ja. Das aber cool. Pixelated. Jetzt können wir zusammen Sachen. So wir kommen im unbezahlten Bereich. Kommen im unbezahlten Bereich. Jetzt wird der ausrasiert. Wer ist blau von euch? Hund, alter Schwede, ey. Dauerzustand. Mach dich jetzt fertig, komm her. Auf den Commander, töte die. Ja, gleich kommt so, boah, scheiße, ich wurde getötet. Ja. Bis dann. Jojo. Und? Komm schon, töte die. Ja. Stirb. Nein, so knapp, komm. Nein. Lol. Ja, es hängt ja gerade. Komm schon bitte, er soll sterben. Er soll sterben. Lol, warum leckt es denn jetzt? Was soll das? Keine Ahnung, warum es jetzt leckt. Oh Mann. Jetzt sind meine Einheiten alle gestorben. Weil es geleckt hat. Ja, ja. Konnte die halt nicht befehligen und wurden abgeknallt. Jetzt hat er mit 10 HP überlebt, oder was? So lächerlich. Ja, aber prozentual. Glaub mir, ich krieg den. Wer pustet denn da? Richtig, wer pustet denn da? Ist das Spiel schon wieder stinkig? Nein, jetzt läuft's wieder. Proof hat Skype, aber du wirst niemals mit ihm in Kontakt treten können. Richtig, weil ich Arschloch bin. Bist du so oder so? Richtig. Du musst nur zu den richtigen Zeiten im TS. Immer schön, dass du sagst, wenn man was richtig sagt oder nicht. Der beste Weg mit dir zu labern ist eigentlich, sich PA zu kaufen und hoffen, dass man schnell genug ist, in die Lobby reinzukommen. Auch. Oder in der WhatsApp-Gruppe. Einfach vorher schon das Passwort in einen anderen Channel einzugeben.
Das geht ja auch mal. Und ihn dann einfach nur noch auf Enter zu drücken, sobald Proof Channel offen ist. Boah, Mann. Dass ich ihn nicht kaputt gekriegt habe, ist jetzt echt ätzend. Pass auf, wenn du das weiter sagst, dann fängt er gleich wirklich an zu heulen. Oh. Nee, aber die Bauarbeiter hätten gerade fast mein Commander schön in seine Base reingedrückt. Lol, jetzt wird sogar schon Mo gegrüßt, Alter. Grüße, Lorenz. Das kommt, weil ich ihn gegrüßt hab. Ach richtig. So. Jo, wenn du mal zu Leuten netter wärst, dann ist doch mehr gegrüßt. Wie war das noch immer? Ich achte auf den Chat. Es gibt keinen Skype-Namen von Proof, weil er dich nicht niemals in Kontakt aufnehmen wird, weil er dich Skype nicht ist nur für Business. Sorry. Für die großen Entwickler, die dann in den Arsch treten können. Nee, Skype muss halt... Weiß ich nicht, ist halt einfach, hat sich so entwickelt. Tja, manchmal muss man halt fühlen, wa? Und so oft wie du Proof getötet hast, werde ich dich jetzt mal töten. Hm. Wer, was, wo? Ich hab kein Problem. Das ist wegen. Ich hab kein Problem! Tod den Schein des Imperators! Das ist eine schöne Entwicklung in Multiplayer-Spielen. Tötet den Verräter! So alle, die auf Proof gehen, der Rest so. Oh mein Gott, ist Wolf kacke. Wussten wir das nicht vorher schon? Wolf hat einen Weihnachtskalender gekauft und schon alle Türen gefressen. Ich weiß noch, wir waren früher irgendwie mal am Tag da auf einer Tür von einem Rathaus, wo ich früher gewohnt habe. Und da konntest du so ein Spiel spielen, wo du halt mit so Metallreifen über eine Metallstange rüber musstest, ohne die zu berühren. Und der heiße Draht. Hast du auch so ein Schokoladenkalender bekommen. Ja, genau. Und mein Bruder und ich haben da irgendwie 5 Mal an dem Tag gespielt, haben die Dinger alle mit nach Hause genommen und haben so viel Schokolade dann gefressen. Das war damals bei der 100.000 D-Mark Show. Die haben den heißen Draht in groß gehabt. Welches Antivirus? Oder nee, oder was bei wo war das denn? Ich weiß es nicht mehr. Welches Antivirenprogramm du benutzt? Gar keins. Ich klicke einfach nicht auf Scheiße drauf. Das ist übrigens das beste Antivirenprogramm, Intelligenz. Keine E-Mails aufmachen von Leuten, die man nicht kennt. Musst du nämlich nicht. Ist das teuer? Das Gehirn, das ist teuer. Also Pascal, dass du nicht auf Scheiße klickst, das ist so teuer, dass es nicht jeder besitzt. So viel Müll, wie du schon in den TS geschickt hast. Das ist so andere Scheiße. Oh, da ist ja rot, wer ist das? Das passiert. Oh, jemand wurde getötet. Nick wurde getötet. Warte. Pascal, bleib stehen. Wie bleib stehen? Ich renne doch gar nicht weg. Bento, lebst du noch? Ja, hast du doch, oder nicht? Es gibt zweimal rot. Mach ich fertig. Ach so, ja, der war gerade von mir am Fliehen. Entschuldigung. Ach so, ich dachte, das bist du, weil ihr beide rot oder? Ja, das hat mich auch am Anfang irritiert. Warum fliegen denn alle so schnell raus? Was ist hier los mit euch? Alle unkonzentriert. Mich wundert's, dass ich so lange überlebe im Moment. Bleibt ja viel weniger für mich übrig. Sie kommen alle noch nicht drauf klar, dass der Mops wahrscheinlich in die Bude gekackt hat. Richtig, das irritiert sie alle. Fury wurde getötet. Das hat uns jetzt echt geschockt, bitte. Das müssen die erstmal verarbeiten. Wie? Mops kacken in die Bude? Was ist da los? Ich dachte, ja, das ist was Schönes. Ja, normalerweise kacken Möpse nicht in Wohnungen. Ach nein. Wer ist denn der Braune? Braun ist Mika. Mika, zisch dich. Nein, das ist Osama. Bin Laden? Natürlich ist Braun. Ja, der nervt mich da so an. Der tarnt sich halt auch einfach oder klar. Mika, ich sag dir, wenn du... Lol, der Fluss bei Fluss sah eben aus wie ein Herz. Wenn ich hier auf deinen scheiß Planeten was mache, was machst du dann, hä? Riech dich um. Komm her. Fick dich, ey. Fick dich, ey. Dass du auch irgendwas erreicht, ey. So, Du bist einfach ein scheiß Arschgesicht. Ja, ich gerne. Sieht halt immer so schön aus, wenn die Produktionsraten wie so ein Beat so droppen, so hoch und hoch und hoch.
Dusche mit anziehen. Dann. Ich habe Magen da. Das ist aber schön. Sehr schön, JC Swayer, sehr schön. JC Swayer, super. Ich habe Magen da. GZ. Ich hatte Magen da. Was denn jetzt? Hast du es? Hattest du es? Wirst du es haben? Kommt da noch was? Entwickelt es sich gerade? Ja, es ist ein Schub. Ich werde Magen-Darm gehabt haben. Ja, ich werde Magen-Darm gehabt haben hätten. Was? Oh mein Gott, hört bitte damit auf mit diesen scheiß Zeitformen, ey. Geil, oder? Futur 2. Ja, ja, Futur 2, Präsens, Gegenwart und Plusquam perfekt. Jordel wird es nicht toll gefunden haben. Werden. Werden, ja. Gehabt haben werden. Baratur flirtet mit Pixel. Ich würde gehabt haben werden. Bist du neidisch? Nö. Jordel kriegt doch die 4 Schnuckligeren. Binden. Schnuckligeren. Hast du nicht letzte Nacht irgendwas mit Robin und einer Dusche gehabt? Nein. Etwas mit Robin und einer Dusche? Nee, Robin wollte duschen gehen. Okay. Also das ist jetzt nicht das Spektakulärste, dass Robin duschen gehen wollte. Oh, warte, ich werde verlangt. Wo ist er denn? Kann das Magen duschen. Ey, Jordel, kommst du mal kurz runter? Ja, wohin? Ja, ich bin verlangt. Ja, okay. Verlangt du werden wirst. Gehabt werden haben wirst. Werden. Tun, machen. Er wird doch schon verlangt. Er wird irgendwann verlangt werden. Er wird doch schon verlangt. Lern doch mal Futur 2. Entschuldigung. Ich nix Schule, ich nix gelernt. Was für IRS-Einwanderer, wenn dann schon. IRS-Einwanderer. Genau. IRS-Einwanderer, das ist das, was wir brauchen. IRS-Einwanderer. Oder alles klar. Oder ISIS-Einwanderer. Oh, das wird immer schlechter. Wenn nicht so, als könnte ich das Portal wieder aufbauen. Ich wollte einfach nur kurz Ruhe vor dir haben. Nee, 10 Sekunden. Besser als gar nichts. Hallo, Jordel. Lass dich nicht ärgern von ihm. Ach, hast du gerade auf Teil, du sollst weitermachen. Tipp ist noch nicht am Ende. Ja, er will, dass du ihn weiterschlägst. Hör, hab ich irgendwas gegen Tipp gesagt? Noch nie, nein. Ja, warte, ich werde mir von einer Seite. Ist auf jeden Fall schön, dass du weiter mein kaputtes Portal angreifst, anstatt dich darum zu kümmern, dass dein Commander sicher ist. Ach, fuck. Verdient! Mach ich kaputt! Sei froh, das wird das letzte Mal sein. Das wird das letzte Mal sein, dass sich jemand freiwillig nudelt. Scheiße! Nein, das hat nicht gereicht! Och, Mann, Alter, Mika, leck mich! Du bist so penetrant geworden. Du warst schon immer penetrant. So kenne ich dich gar nicht. Ich hab dich früher gemocht. Da. Was? Wie? Jemand hat Mika mal gemocht? Leben hier, ey. Ja, kommen die ganz wahren Gefühle wieso, hier. Wieso kann man mich mögen? Was ist denn los mit dir? Krank, einfach nur krank. Krank als Scheiße. Ich hab den hier so auf Berufsplaneten gesehen, aha. Ja, okay. Wer hat denn jetzt Osama gekillt? Wer war Osama? Tipp ist raus. Wer hat Osama getötet? Wen meinst du, mich? Ach nein, da kommt Mika schon wieder. Nein, das tue ich gar nicht. Also, was für Behauptungen stellst du denn hier auf? Sag nein, das muss chill nicht. Chill dein Leben, chill dein Leben. Proof, da wird gerade vorgeschlagen, dein Mob ans Katzenklo zu gewöhnen. Warum ja, wohl? Das machen auch manche Leute. Du kannst eigentlich jeden Hund an Katzenklo gewöhnen. Oder Hundeklo gibt's ja auch separat zu kaufen. Ich hab das mal mit Anton versucht, das hat nicht so funktioniert. Dann ist er ein Hase. Ich könnte dir auch... Hör, Kanicke, du gehst ins Katzenklo und wenn du da 18.000 mal reingehst, ist mir egal, aber du gehst da rein. Du guckst dich so an, gib mir ein Märchen. Nur zum Packen hat und so, und da dachte ich, naja...
Vielleicht kriege ich den auch davon noch abgewöhnt, aber das geht leider nicht. Die kacken viel zu oft am Tag, die können dicke, ey. Das ist zum Kotzen. Nee, zum Kacken. Eigentlich dachte ich immer, ich wäre total scheiße in diesem Spiel. Ach, wenn ich Leute in Ruhe lassen, dann passt das schon. Naja, ich bin nicht so kacke, würde ich sagen. Das ist ja Anspielung auf Kacke. Cool, 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 cool. Ja. Absicht. Enemy orbital radar detected. Komisch, wenn es nicht gehabt haben, wäre tun, ne? Tun. Ja, genau so. Oh, der ist eigentlich gut. Grün. Oh. Grünes Ding. Wollen wir vielleicht mal auf Mieter gehen? Der Typ hat einfach. Gaming. Der versucht mich gerade zu töten. Das stimmt gar das nicht. Das nervt mich. Jedes Mal. Ach, wollen wir nicht mal auf Mieter? Das stimmt ja gar nicht. Warum ja, ist eben nicht so Mieter. Man muss auf Mieter gehen. Ich will doch nur euch ein glückliches Ende bringen. Willst du das vielleicht nochmal angehen oder? Ich will kein glückliches Ende. Ich will ewig leben. Wie Hiroshima. Jedes Mal ein strahlender Aufgang. Ey, oh mein Gott. Na gut. So. Du, viel Spaß damit. Naja, ich hab's schon gesehen. Hm? Ich glaub, von du magst werde ich mich freiwillig töten lassen, weißt du? So loyal ist er, ne? Ja. Imperator ist ja noch nicht so gut. Ich sterbe für den Dienst. Ja. Ruf? Volk. Ja, bitte. Hast du schon Townsman gespielt, sehe ich. Ja, ja, hab ich schon, ist aber scheiße. Sorry. Oh. Ja, das ist halt ein Handy geben, ne? So. Vielleicht frisst es zwischendurch. Jetzt könnt ihr euch von Mika ärgern lassen. Hä? Was hat Mika die da hingeschickt? Ja. Das übliche, den üblichen Müll. Ach lol. Man kann oh, jetzt kommt da ja noch. Das hört sich ja so an, wenn du sagst den üblichen Müll, als wäre es weniger effektiv. Es ist weniger effektiv. Lol, das wusste ich gar nicht, dass der voll ist. Also, ich bin nicht der Ansicht. Weißt du, du kannst ja sehr schön mit deinen Einheiten da bauen. Aber ich kann genauso viele Einheiten produzieren. Oh. Geh weg! Nein, ich will nicht! Alter, wie viele Bauarbeiter hast du da? Geh das weg! Ist, das ist ja krank! Nein, ich will jetzt nicht weggehen! Stirb einfach! Du bist und bleibst halt eine Hure, so bleibt das halt. Ja, aber doch nicht seine Hure. Wenn, dann suche ich mir aus, wen ich hier befriedige und wen nicht. Oh. Sucht man sich ja aus. Machst du ab sofort nicht mehr das mit dem Aussuchen und das übernehme ich jetzt für dich. Geh tot. Ich baue da immer weiter Geschütze, ne? Kommst da nicht durch. Ah, weißt du was? Es gibt so eine schöne Einheit, die nennt sich Artillerie. Ah, scheiße, Puff hat's auch bemerkt. Mal ganz kurz eben. Du hast gemerkt, dass du doof bist? Nee, dass du das Portal, dass ich da durch dein Portal gehen wollte. Oder ist einfach nur der Strom ausgegangen, weil du keine Energie mehr hattest? Ich habe mehr als genug Energie. Wann hast du das ausgemacht? Herzlichen Glückwunsch. Im YouTube-Chat geht einfach mal gar nichts ab, ey. Ja, die müssen, dürfen ja jetzt noch einmal schreiben die Nacht. Ja, aber trotzdem. Ja, ich glaube, das war auch 10 Sekunden, oder nicht? Ich guck mal, ne? Tschüss. Ciao. Ciao. Ja. Oh, was unten bei denen abgeht. Oh, das habe ich gar nicht mit.
Ja, bitte? Du hast aber bei deinem Commander noch nicht jede Abwehr gebaut, oder? Ich habe für meinen Commander jede Abwehr, warum? Ach so, ja, okay. Minimale Verzögerung. Bis am Ende wird eh einer seinen Planeten bei uns reinjagen. Das ist halt immer der Traum. Nein, nicht seinen Planeten, sondern einfach Mika schmeißt den einen überflüssigen. Die anderen hier ballern. Nö. Ja, ich schmeiß den einen überflüssigen. Das ist das Einfachste, was man machen könnte. Richtig. Aber das wäre ja langweilig. Nein, trotzdem mache ich es. Sonst sagen wieder Leute, ich komm nicht in die Pötte. Du kommst nie in die Pötte. Auch wenn du Planeten schmeißt, dauert es bei dir ewig. Ich kann nicht sagen, Planet fliegt schneller. Was haltet ihr von Star Wars bitte? Nix. Das Neue? Denke mal das Neue. Es macht hin und wieder mal Schuss eine Runde, aber es ist kein Dauerbrenner. Ja, Teile sind schlicht und weg besser. Die älteren sind wesentlich besser. Gerade der erste Teil, da hattest du noch die Flugzeuge auf den Boden kämpfen, das war noch geil. Hm? Das ist in dem zweiten auch? Ne, im zweiten nicht, da hast du auf dem Boden keine Flugzeuge mehr. Da gab es noch die Weltraumschlachten. Ja, das ist halt das Traurige. Aber war halt eine andere Abwechslung, kann man sagen. Ja schon, aber ich fand's halt schon, also ich habe den zweiten zuerst gespielt und dann habe ich den ersten durch den Kumpel bekommen. Ey, ich war hin und weg, ich so, boah geil, ey, auf dem Boden mit Flugzeug fliegen, geil. Und die ganzen Planeten und alle, was super. Weiter sah. Alter, beste, das ist beste. Geh weg von meinem Bein. Am liebsten habe ich immer diesen Klonangriff. Der war im zweiten oder dritten Teil, wo die Klonkrieger die Druidenfabriken zerstören auf Geonosis. Ja. Ja, das ist im zweiten Teil. Das ist cool. Diese Schlacht finde ich extrem nice. Die habe ich sehr häufig gegen Bots immer gespielt. Ah, die ist cool. Weil die Klone da halt noch die erste Ausstattung haben. Und dann gab es irgendwelche verrückten Bots, die mit ihren beschissenen Fliegern nicht reinfliegen mussten. Sag mal, du versuchst jetzt auch seit einer halben Stunde mich hier zu knacken, ne? Kann das sein? Eventuell, könnte sein, vielleicht, ja, nein. Konzentriert euch lieber auf Mika. Ja, ja ich konzentriert euch lieber auf mich, ich bin schlimm. Ist eh schon vorbei, deswegen will ich ihn wenigstens noch versuchen zu töten, weißt du? Das ist. Nein, wir können noch zusammen Mika einfach ballern. Ja? Ich weiß, ja, ich hab ein paar Folgen dabei geschaut und es war in jeder Folge nach Bündnissen so, dass der eine den anderen verraten hat. Deswegen, das stimmt überhaupt nicht. Ja, doch. Ja, ihr müsst jetzt das Bündnis ja danach gleich auflösen, wenn wir Mika getötet haben. Ihr müsst immer daran denken, wenn der Parauter gewinnt, wird das ein guter Tag. Richtig. Ein zu guter Tag. Also Mika vernichten. Danach weißt in einem heldenhaften letzten Kampf gegen den Imperator sterben. Moment mal. Warum Kampf? Du kannst auch für ihn selbst noch gehen. Weißt könnte du, man, aber das wäre langweilig. Ich sag einfach mal, okay, ich greif dich nicht mehr an. Wir müssen Mika flat machen. Ja, wunderbar. Gut. War das so schwer? Ja, ihr wisst nicht. Ja, es hat schon viel Überwendung gekostet. Ihr wisst gar nicht, wie oft dieser Satz schon mal gefallen ist. Du bist halt einfach nur die Pet. Wie meinst du? Kommst immer wieder, aber du ich meine, ich greife hier nicht mal Pascal. Hi. Ich sehe, dass da Pascal. Weiß ja nichts mehr. Was baut und so. Und das ist mir egal. Ich will einfach nur, wie Kai jetzt drauf geht. Ich habe nämlich keinen Bock, dass der das schon wieder gewinnt. Bam, drei Nukes, so richtig. Ach man. Ich will ja nicht selber gewinnen. Ich habe einfach nur keinen Bock, mal dieselben gewinnen. Ja, so kann man es nennen. Dass Mika gewinnt. Das ist aber immer die falsche Einstellung zum Sieg. Na, Sieg heißt für mich nicht unbedingt, dass ich gewinne. Was? Alles Zeitpunkt, ist Sieg, solange Mika nicht gewinnt. In den Zeitpunkt, ja, genau sagst, es ist nicht wichtig, dass ich gewinne, ist das von einer Niederlage. Das Wichtigste also, ist nur, dass Mika nicht gewinnt. Normalerweise ist meine Grundeinstellung bei PA immer, Pascal darf nicht gewinnen. Wenn Mika mitspielt, heißt es aber, dann darf Mika nicht gewinnen. Ist auch schon die falsche Einstellung. Du musst immer spielen. Ich will gewinnen. Die anderen können nichts. Dann gewinnst du auch.
Oder du übernimmst dich und wastest es einfach. Nur jede Menge Scheiße. Ich bin mit dem Schiffe versenkt, aber ich. Oder du kannst das Spiel nicht gut genug. Das kann natürlich auch passieren. Ja. Das ist nochmal eine andere Sache. Also ich müsste erstmal auf jeden Fall lange üben, bevor ich da mitspielen könnte, ey. Ja, das stimmt ich wohl. Ich kann mitspielen, flieg aber die erste. Du kannst, ich hab zwar Supreme Commander gespielt. Ich hab zwar Supreme Commander gespielt, aber das ist was da anderes. Ist ja um einiges, da ist um einiges mehr hierbei. Viel zu viel Feature. Obwohl Supreme Commander ist ja auch sehr viele Produktionsstätten gebaut und Einheiten lang spammt einfach zu dem Gegner entgegen. Ja, aber Supreme Commander ist ja, aber es war halt ein bisschen schlichter gehalten, finde ich. Ist Proof eigentlich schon tot? Nein. Was? Proof ist nicht tot. Proof stirbt nie! Hallo, der Imperator ist unsterblich. Ist so, Mann, der lebt immer noch. Er lebt immer noch. Proof ist Meister der Imperator. Schieb's auf den Hund. Was soll das denn immer am besten einen Punkt hat. Das stimmt überhaupt nicht. Verrat! Also so Arzt, du kannst dich nicht gut einbunkern. Es gibt viel bessere Leute, die dich einbunkern. Oh, so ein Bastard. Ich habe sogar extra meine Artillerie da gesagt, dass sie aufhören soll zu ballern. Warte, wer verratet wen? Auf den verrät! Verrät! Gott! Ich dachte, du kannst doch nicht schreiben, du kannst ja nicht mal sprechen. Ich kann PA. Aber PA spielen, weißt du? Ja, hey, genau, das ist die Hauptsache. Ja, hier muss ja auch nicht schreiben. Wen verraten? Hier dich. Ja, doch, er muss ja Commands geben. Hat Hellgrün verraten. Was? Mir fällt gerade auf, dass mein Titan da nicht durch kann. Was ist denn ich hab's nicht verstanden. Nochmal, was? Dunkelgrün hat Hellgrün verraten. Okay, dann gehe ich auf Dunkelgrün. Interessante Vorgehensweise. Was soll das denn die heißen? Der Proof da gerade macht. Ist das ein Müll? Eigentlich habe ich gar keine Vorgehensweise, außer zu überleben. Deswegen, ich habe bei diesen Sekunden die Leere, ich tippe immer so, Ich kann mir vorstellen, dass er nach was Nuke spammt. Nein! Ja, ich sehe auch. Nuke spam ist viel zu kostspielig. Ehrlich gesagt, recht egal. Aber wenn du einmal genügend hast, fällt niemand die mehr auf. Ja, und wenn du einmal genügend von allen anderen Spam-Sachen hast. Masse statt Klasse. Ich kenn das doch. Genau. Mehrheit gewinnt. Ja, okay, jetzt kann ich verrecken. Jetzt kann ich verrecken. Nein, jetzt kannst du dich erstmal um Mika kümmern. Wo ist Mika überhaupt noch weg? Jetzt bist du gearscht. Jetzt hast du nämlich überhaupt keine Leute mehr, die gegen, mit dir gegen die anderen kämpfen. Doch, ja, ist genau. Wo ist denn Mika überhaupt? Du bist gefickt. Ich auf deinem Planeten. Oh, wow. Wow, Mika, wow. Alles klar. GG, würde ich sagen. Das war jetzt ein so unvernünftiger Kill, das wirst du nachher richtig merken. Ich weiß, es ist mir aber egal, weil ich mag keine angefangenen Sachen. Du magst keine angefangenen Sachen? Ja. Keine halben, meint er wahrscheinlich. Es gibt keine instant-fertigen Sachen, was los mit dir? Kein Deathmatch-Game, wo du Insta-Build hast, ja? Genau. Dann spielst du ja übel, wenn du sowas haben möchtest. Nur noch so Insta-Schleifen, so. Leute, irgendwelche Nukes spam hier, ey. Spam ist schon tun. Nukes spam ist noobig. Proof hat's ja auch einmal gemacht und hatte zu viele Nukes, dass nicht mal alle mehr auf dem Planeten landen konnten. Was denn? Boah, meine Mega der Nukes. Wir hatten doch mal so eine Runde mit 40 Nukes oder so. Oh, ich glaube, ich bin tot, Rami. Ja, Proof hat's ja einmal gemacht, extrem viele. Ich glaube, Mika tötet mich. Gab's nicht genügend Platz auf dem Planeten, dass die Nukes in zwei Phasen geflogen sind. Ja, ich habe leider nur zwei Anti-Nukes. Ja, es war gegen Baratür. Mach schnell. Ja, ich bin schon dabei. Ich hab die irgendwie hingesetzt, ist noch nicht das Problem. Ja gut, und da oben hast du doch auch zwei drin, in der anderen. Ich bin tot. Warum? Durch das Scheiß. Ich bin doch gar nicht auf deinen Commander, beruhig dich. Mika, das finde ich uncool, hör auf damit. Rast du mal nicht so aus hier! Also Mika, die eine Nuke war echt kacke platziert hier mit dem Lava. Ich dachte, eigentlich sollten 6 abgeschossen werden, aber es wurden dann halt nicht 6 abgeschossen. Guck mal, wie der mich fokust, ey. Ist ja schlimm. Aber guckt euch mal, wie sich Pascal hier wieder einbunkert. Was willst du von mir? Geh weg! Bunker zum Sieg! Du brauchst ihn nicht nach Hitler nachspielen mit dem Bunker und so. Oh, ne? Geh doch weg mit deinem. Das hat zum Selbstmord geführt. Echt mal. Hast du denn jetzt schon was, Pascal? Bitte? Weißt jetzt schon, was als nächstes passiert? Ja, Suizid. Ja.
schießt er mir alles weg, ey. Peng, peng. Habt ihr vor, noch was anderes zu spielen? Bin ich überhaupt durchgekommen? Sagt der liebe Johann. Ja, bist du. Warum ist der Commander nicht tot? Weil das eine Nuke zu wenig war. Oha. Miscalculated. Das war Spaß. Mistakes were made. Retreat. Wir haben jetzt die Operation bei Battlefield ein bisschen gefixt. Jetzt machen wir noch mehr Spaß. Eiweiß! Hund, geh ins Wohnzimmer und fress deine Scheiße auf. Scheiße. Mach sauber, du Arschloch. Weißt du, was denn? Hör auf, den Hund von Proof zu beleidigen. Das darf nur der Besitzer. Anton, ja. Bei Balthasar ins Körbchen setzen und gucken, heil Mobs. Was heil ihr Balthasar. Nein, heil der Mobs. Nur Mobs. Nein, ich würde einfach gern meinen Hasen mal bei Balthasar ins Körbchen setzen und gucken, was passiert. Nicht. Der frisst den auf. Nö, normalerweise kannst du Mobs mit jedem Tier halten. Die sind total entspannt. Und selbst wenn, der Mobs hatte keine Chance gegen den Hasen. Die sind total entspannt, das riechst du immer wieder. Wieso haben wir Mika mitspielen lassen? Wie riecht man das denn? Entspannte Tiere pupsen. Wieso haben das wir weiß Mika mitspielen nicht. Lassen? Genau wie bei einer Massage, entspannen Sie sich! Nicht so entspannen! Ja! Das kennt macht das nicht? Nächste Mal, wenn Jana sagt, wir sollen entspannen. Ja, dann brennt das einfach ein durch. Beim Blasen. Jetzt ist sie aber gewarnt, sie wäre gerade zu. Auch noch? Eieiei. Das passt dann sogar, der kommt da unten und dann mitten rein. Und dann mitten rein! Dann entspann dich mal. Pelzige Zunge, ahoi! Weißt du, wenn ich wenigstens ansatzweise wüsste, welche Gebäude welche wären, ne? Boah, ich würde einfach mal sagen, so, bau mal so, aber ich plan. Ich kann's bedenken, aber. Hm. Ja, ich versuche mal so zu bauen, dass ich möglichst alles schön nah beieinander hab. Aber. Das ist eine Idee, aber Fakt ist, also, was ich als Supreme Commander alles noch mitgenommen habe, du musst systematisch bauen. Ja, weißt du musst einfach irgendwie. Dazu kommt gerade mal gucken, wie systematisch schön meine Energiespots gebaut wurden. Ich freu mich hier drauf, es kommt für die HTC Vive im Januar ein Spiel. Kann ich dann Supreme Commander oder so eine Art Supreme Commander in VR gesehen. Spielen? Da freue ich mich drauf. Was ich letztens mal ausprobiert hatte auf einer Con, auch mit einer VR-Brille für die PC, war das, glaube ich. Weiß nicht welche. Ich habe das Gefühl, Mika hat gewonnen. Gab so ein kleines Spiel auch, wo du halt im Auto sitzt und dann die anderen Fahrzeuge abschießen musst, die dich verfolgen. Okay. Ja nicht, also eine Demo-Version, die dir ja hin mitgenommen hat. War zum Ausprobieren. Ja. Das ist gerade ein Driver. Geile VR-Titel. Also das meiste ist leider noch Demo und noch nicht ausgereift, aber wenn man ein bisschen sucht, man findet schon ein paar. Also ich habe auch 3-4 VR-Titel, da habe ich schon über 100 Stunden drin. Yeah, oh, fuck. Moonlight 7. Gut. Nein. Moonlight 7, mega cool. Moonlight 7. Ja, ist ja das. Moonlight 7. Überlebt. Jedenfalls, der hat auch vom Kollegen oder beim Kollegen auch ein VR-Spiel gespielt. Das war so ein ähnliches, das Spiel war so ähnlich aufgebaut wie Arma 3, sagt dir was, oder? Ja. Genau, konntest halt, die Waffe musstest du selber nachladen. Ja, diesen Taktik-Shooter, ja, genau. Das habe ich mir auch mal angeguckt. Der ist aber auch noch, der Shooter ist auch noch im Early Access, weil da auch vieles noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Ja, aber bei VR-Spielen verstehe ich sogar Early Access noch, beziehungsweise wenn die sagen, das ist eine Beta und die brauchen noch so ein, naja, die wollen halt von den Spielern wissen, was man noch verbessern muss. Alles! Das kann ich schon verstehen. Alles! Weil, aus. Weil jeder Spieler bewegt sich ja auch ein bisschen anders mit einer Waffe und so. Und ich habe dann manchmal auch so Motion Sickness drin. Das ist ja das Schlimmste eigentlich bei VR, wenn du dann irgendwie die Waffe im Kopf stecken hast und dann siehst du nichts mehr und so. Achso, ja. Mikas Raum ist krass. Dass du lieber den Kollegen K.O. schießt, statt die Waffe im Kopf stecken haben. Proof aber macht seinen Todeskreis. Von der Geschwindigkeit, das ist unfassbar. Aber was ich auch gesehen hatte, war auf der Gamescom dieses Jahr. Da gab es ja auch extra einen kompletten Bereich in Richtung nur VR.
Da hatten die auch so Bewegungsradius mit einer Kamera oder mit einem Scanner. Ja, das ist HTC Vive, so ein Ding habe ich hier stehen. Ja. Aber ich glaube halt dieses, was ich meinte mit so Drohnenabwehr, war das ja ein Welt. Das kann man nicht unbedingt machen, weil das halt extrem viel Platz braucht. Ich hab im Wohnzimmer halt Platz da. Hier im Wohnzimmer habe ich halt schön viel Platz, deswegen da spiele ich dann halt. Weil dann konntest du beispielsweise den Schüssen ja ausweichen. Also Orbit Abwehr hat er schon mal. Was willst du von mir? Seite gehen oder mit dem Schild. Ja, ja. Orbit Abwehr hat er schon mal. Das konnte ich persönlich sagen, das fand ich schon mal echt cool. Das wird interessant, weil ich ja nicht. Die Warteschlange war es macht auch Spaß. Man muss nur sehen, das Problem ist A, die Dinger sind heutzutage noch sauteuer. Also wie gesagt, ich hatte sie damals günstiger bekommen noch, aber im Normalfall kosten die ja 1000 Euro etwa. Mit ja, so, so. Guter Durchschnitt. Weiter, Sam. Gerade war der Hund doch hier. Ich weiß gar nicht, Pascal, was hast du damals für die Oculus bezahlt? Die kosten normalerweise, glaube ich, so 700. Und dann gibt's ja jetzt bald auch noch die Controller. Ja, die Controller sind eigentlich schon raus. Okay. Ist das dann auch wie bei der HTC Vive mit Bewegung im Raum oder auch nur dann noch? Du kannst auch heute schon im Raum stehen. Ja, aber du kannst dich ja nicht. Du kannst dich komplett frei bewegen, ohne Witz. Du kannst auch mit einem Sensor dich gut genug bewegen. Es gibt einen Todeswinkel von 5%, also sagen wir mal. Da musst du wirklich perfekt gegenüber von dem Ding stehen. Okay. Und das zu erreichen ist auch schwer wahrscheinlich schon. Ja, und das zweite Problem, also A, ist es arschteuer. Das zweite Problem ist, die meisten normalen Leute haben ja gar nicht so viel Platz dauerhaft. Ja. Da kannst du mal das Sofa wegschieben und so, aber es ist ja, deswegen bin ich froh, ich habe im Wohnzimmer viel Platz. Da ich ja auch alleine wohne, kann ich mein Wohnzimmer und keine Möbel hast. Ich will. Bei den meisten Leuten, die eine HTC Vive zu Hause haben, die haben halt ein Wohnzimmer ohne Möbel. Wer braucht schon Möbel? Alles auf dem Boden. Das kommt, weil sie ihre kompletten Möbel verkauft haben, damit sie sich die Vive leisten können. Das ist eine Aussage. Ich würd jetzt gerade mal sagen, also ich habe nicht viele Möbel in meinem Wohnzimmer. Ich habe zum Beispiel auch keinen Esstisch und so, weil ich sowas gar nicht brauche im Moment und mag. Wahrscheinlich ein Esstisch in der Küche, oder? Mein Essen kommt in einem quadratischen Pizzakarton nach Hause. Nein, ich mach das schon, aber ich esse immer am Schreibtisch. Ich hab einen großen Schreibtisch, da esse ich halt immer. Das ist ja witzig. Für dich kocht wohl dieselbe Mutter. Können wir machen eigentlich, jo. Eine recht genaue Art hier lassen. Wollen wir rausgehen, oder? Lass erstmal drin bleiben, wir können ja rausgehen, wenn wir dann in der Runde sind. Ja. Was wollt ihr denn spielen? PR. Achso, PR, ich hab's jetzt. Wollen wir mit Viren spielen? Ich mach mit. Mir ist egal. Was schreibt der Monster da? Solange nicht eine wie Thomas, Tim oder Mika dabei ist, ist mir eine Beleidigung, ja, im Chat. Hier, was ist da los? Hallo? Was? Nix. Ich wollte doch mal Hallo sagen. Wollt mal drauf aufmerksam machen, ich bin auch da. Soll ich jetzt aufmachen? Ich hab schon. Okay. Dann nimm das einfach mal. Ja, nenn das einfach YouTube. Mika kommt auf den Planeten uns rein. Ja, aber es gibt schon. Das dauert genauso lange wie das, was ich jetzt schon mache. Oh, Nuke Spam. Ja. Nuke Spam. Aber es gibt zum Teil schon echt ein paar coole Spiele, muss ich sagen. Also. Nuke Spam. Ja. Also, falls noch Leute PA mitspielen wollen, wir machen jetzt noch ein zweites Spiel auf. Ja, super. Ja. Oh, ja. Ich move uns, ne? Aber Mika, nicht unter 40 Nukes, ne? Sonst macht's keinen Spaß. Das wird erstmal 6. Na gut, Armee ist tot. Wenn's auf mich. Wie kann es eigentlich sein, dass Mika drei Planeten hat? Pascal und Dunkelgrün streiten sich hier um einen. Ich streite mich mit niemandem. Die streiten nicht einmal, die lassen sich die ganze Zeit in Ruhe. Nee, gut, Dunkelgrün ärgert mich schon, aber. Kann nicht wahr sein. Ich Dunkelgrün ist raus. So ein Sechs Anti-Nukes. Beiden konnten halt gut in Koexistenz miteinander überleben. Nein, konnte man nicht. Ja, und mich hat er getötet. Ja. Ja. Du warst ja so im Weg. Nein, kannst du nicht, wie gesagt. Doch. Ja. Außerdem, du hast mich zuerst angegriffen. Du warst der am Anfang mich angegriffen hat. Hab ich den aufgeworfen? Ich hoffe nicht.
Dunkelgrün habe ich gar nicht angegriffen. Ich doch, bin du auf, hast mich am Anfang angegriffen. Deine Einheiten haben meine Bauarbeiter gekillt. Ja, wahrscheinlich, die mal über den Weg gelaufen sind. Ja! Ja, hallo, ich will ja mal durch. Ah, scheiße. Was ist das denn für eine Aussage? Entschuldigung, ich bin in dein Lager gelaufen, du hast mich angegriffen. Ne? Das stimmt gar nicht. Anzeige ist raus. Deine Doxe sind da hingelaufen und haben die weggeknallt. Das waren deine Doxe. Nein, Doxe waren das. Der schläft und der andere hält sich die Waffe mit seinem Finger in den Mund und drückt der andere, der Selbstmord begehen möchte, mit dem Finger von der Person, die schläft, ab. Wie konntest du? Da wollen wir den hier mal schnell fertigstellen. Pascal, ganz viel Anti-Nuke, ne? Oh, da kommt ein Laserangriff von Pascal. Das habe ich extremst vernachlässigt, die Nukes. Scheiße, wo habe ich jetzt... Ja, du hast dich ja nur auf mich konzentriert. Nee, das war nicht das Problem. Er hat mir komplett in meinen Hauptversorgungszweig reingeballert. Was ist das Portal? Ich hatte da nun 6 Anti-Nukes und der hat, ich weiß gar nicht, wie viele Gesichter gesendet. Alter, ich weiß nicht, wo ich mein Portal habe. Mach doch Pascal einfach... Pascal ist aber gar nicht Commander. Ich weiß, und? War ja nicht auf seinen Commander gerichtet. Wohin war das denn gerichtet? Ach, auf die Nukes. Ach, ja, stimmt. Die Nukes nuken. Ah! Ja, das wäre noch witziger. Oh, das ist doch lame, die Methode. Ah, da stand, glaub ich, auch ein Commander bei, oder? Nee, das sind die Baubots. Ach so, sind nur die, schweren... Korrekt. Automaten. Aber ist ja auch irgendwie egal. Irgendwie benutze ich die nie. Ich sollte mal anfangen, die zu benutzen. Die bauen halt sehr schnell. Die kosten aber extrem viel Ressourcen, oder? Ich hab mal eine Frage. Wie viele Spielstunden haben Mika? 2000. 2000. Ja, was? Zwei Stunden? Zwei Minuten? Zwei Minuten. Sekunden. Zwei Lebensjahre. Bei Leben. Zwei Leben hat Mika schon. Mika, wenn einer dieser Teile explodiert und die anderen da dran sind, explodieren die auch sofort. Das weißt du schon, ne? Ja, ich weiß. Ist das eigentlich, wenn eine Nuke Aden ist und das dann zerstört wird, explodiert dann die Nuke? Ja, ne? Ja. Dann macht's. Aber das ist halt. Ist halt so. Also schön den Commander hier da jetzt hinstellen. Ich krieg's in dem Spiel immer hin, Feinde zu töten, aber ich krieg's nie hin, zu expandieren oder Anti-Dukes zu bauen. Expandieren krieg ich nicht hin, ist das Problem. Ich bin zu langsam, ich verbunker mich immer zu sehr. Ich kann dir empfehlen, einfach mit deinem Commander 3 Fabriken bauen zu lassen. Und die dann immer Bauarbeiter bauen lassen. Dann expandierst du automatisch, weil du deine Einheiten nicht wasten willst. Ich hatte vorhin, wo ich gebaut hatte, das Problem, ich habe mich total eingebunkert und hatte ja keine Ahnung mehr, was ich machen wollte. Und dann habe ich alles andere vernachlässigt. Wer war eigentlich direkt unter mir, der blaue? Centurion. Der, weißt du, ich kam vorne von den Kopf Centurion einfach mal diese Loops. Hab ich 7 oder 8 gehabt, einfach mal hinter mich feuern und ich war safe. Du meinst hier den darf ich jetzt nicht sagen. Pascal. Ja, bleib ganz entspannt. Ich glaube, es ist GG. Nein, das ist noch nicht GG. Ihr seid doch immer alle so. Render mit 3, das wird so gestresst, so ey. Ja, das war's. Bleib mal alle geschmeidig. Was geht jetzt? Die Anker machen doch mehr Schaden, als ich gedacht hätte. Aber es reicht trotzdem. Nein, dir. Ach so. Es gibt immer noch so ein paar Einheiten, die sind einfach falsch von der Stärke. Ach so. Nein, wow. Die sind nicht falsch von der Stärke. Er weiß eigentlich, wie teuer die sind. Die sind unglaublich billig und schnell zu bauen. Nö. Natürlich! Die sind schwächer als Panzer und billig. Genauso teuer. Ja, aber die können ineinander stehen. Also erzähl keinen Blödsinn. Das können alle Roboter. Nein, können sie nicht. Die Panzer drücken sich gegenseitig weg. Genauso wie Flugzeuge. Ne, Flugzeuge nicht. Auch nicht unkonterbar. Achso, die Schwarms auch. Hä? Ups, ich hab vergessen, einen bei dem Teil zu lassen. Scheiße. Oh Gott, jetzt können wir diese komischen kleinen. Ah, fuck! Die Viecher. Ja, besser machen können, egal. Die Centurion sind einfach so genial. Ich mag ja diese Laserplattformen ganz gerne. Ach man, hätte ich eine Anti-Nuke da noch gehabt, dann wäre ich noch am Leben.
Ich wollte gerade so 10, 20 Nukes bauen und dann mal rüberfeuern. Mann, das kriegst du ja Mika von seinem Planeten nicht mehr weg. Guck dir das mal an, ey. Das sind, wie nennt man das, Sticknadelkissen? Man könnte einen anderen Planeten einfach auf den Planeten raufjagen. Ja, aber Mika macht's ja komplizierter. Keine Einheit so derartig okay, dass sie... Ja, Mika könnte hinten auf dem kleinen Mond einfach zwei... Ja, könnte ich auch. Aber das mach ich eigentlich auch immer, wenn sowas ist, also... Mika, es gibt OP-Einheiten. Zeus zum Beispiel, drei Stück kannst du so gut wie gar nicht aufhalten. Doch, natürlich. Kannst du. Doch, mit Luftverteidigung. Ja, Zeus kannst du ganz gut abwehren. T1 Luftfabrik, dann stellst du genügend T1 Lufteinheiten her für Zeus-Armeen, die mal wirklich so klein sind. Und für den Rest gibt es eigentlich Manhattans oder Nukes oder keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall genügend gegen Zeuses. Und was machst du gegen Omegas? So 100 Omegas? Was sind 100 Omegas? Die Omegas sind diese riesigen Schlachtkreuzer. Ein Portal Commander wegschicken. Die sind im Orbit. Ja, ich weiß, Laserplatz. Von mir aus ein Sniper, diese Orbit-Sniper. Die machen den 10% Schaden. Ja, und wie viele von diesen Snipern hast du in der Zeit, wo du so Omega-Teile herstellst? Weiß ich nicht, ein Omega-One-Shot die auf jeden Fall immer. Ja, wenn die, aber ich hab zum Beispiel Sniper, immer die sind jetzt nicht dafür gedacht, in denen drin zu stehen. Ja, ich weiß, aber die Omega, ja gut, sie sind relativ langsam, aber ich glaube trotzdem nicht, dass der logische Konter die Sniper die wechseln. Das funktioniert. Ja, du kannst 100 Sniper. Aber ich krieg zum Beispiel Atlas tot. Ich krieg die einfach nicht tot. Atlas, also, die sind wirklich. Ey, der hat sich ja nicht, gar nicht bewegt. Mit Bombern oder ich glaube auch sonst mit Adler, wie geht das, oder? Ja. Da ist keine Minute, die der auflädt. Du kannst auch diese Hawks nehmen. Und das... Nein, was machst du, Commander? Bist du blöd? Oh. Ja, komm! Er ist auch tot, er ist auch tot! Entschuldigung! Ja! Nein, abbrechen! Fuck, zu spät! Oh, was denn? Wow. Gott. Was? Ich muss jetzt noch 10 Sekunden warten, bis es im Video zu sehen ist. Ich hab das falsche Portal verbunden. Fuck! Ist das geil. Boah. Das wäre cool gewesen. Scheint er mit seinem Commander jetzt drüben. Ja, der ist. Okay. Der war ja. kurz auf deinem Planeten. Immer noch und jetzt nicht mehr. Für genau die Aktion wollte ich Castells bauen. Ich war dabei, um genau für sowas. Entschuldigung, ich wollte es nicht noch weiter noch genau verzögern. Guckt ihr vom Proof den Screen? Oh. Ja. Na gut, das sind ein paar. Das nein, ich bin noch im Spiel und guck. Ach ja, übrigens, die Zeus sind die zum Beispiel auch nicht schlecht. Okay, jetzt gehen verdammt. Ja gut, die Teile sind echt, wow, die haben das sogar überlebt. Okay, die muss ich mir echt mal... Die sind aber scheiße teuer. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Oh, was? Go Pascal, yeah. Kriegt man von den Botfabriken, oder? Oh Gott! Weißt du, was du noch auf der nächsten Gamescom brauchst? Du brauchst den Chi wieder. Oh. Imperator! Nein, du läufst dann so in der Königsrobe rum und so und hinter dir laufen noch so Chi wieder. Ich dann anfeuern. Nee, ja, lieber eine Parade. Proof, du könntest dich übrigens mal ein bisschen erweitern auf dem Planeten. Könnte ich. Macht er nicht. Immer so eine T2-Staffel, bau aus und dann kannst du auch einen Nuke-Spam wie so ein Verrückter, wie du es sonst immer machst. Nuke schon fertig? Wie auch alle immer. Wie auch alle immer Arbeiter wie sonst was habt und ich habe vielleicht so 5 Arbeiter. Nee, davon baue ich eigentlich immer genug. Ah, das ist ja auch schon fertig gestellt. Mann! Pascal, die Dinger sind teuer. Und? Ist mir egal. Ich merk's. Ja, sag ich, die sind teuer. Hörte die doch nicht. Das ist voll unfair. Gib dir lieber einen Knutsch und geht wieder, nicht wahr? Das tut genauso weh. Boah, Mika übertreibt das schon, ja. Hat aber nichts getroffen von mir. Hat aber nicht funktioniert. Weißt du, jeder schmeißt so eine Nukes auf Einheiten. Mika fährt einfach 4. Ich hab ja die Ressourcen, weißt du? So in etwa. Seht ihr das eigentlich? Bitte? Ja, ich seh's. Achso, du siehst das. Ja, als Spectator macht das. Was denn? Pings. Ja, wenn ich jetzt ping,
Aber ach so, kann nur, im Spiel selber nur. Ja. Das können nur andere Tote sehen. Richtig, ja, nur Tote können sehen. Und die Lebenden sind unwissend. Das sind zufallsgenerierte Maps, oder? Ja. Warum sind die bei dir so nice? Bei mir sind die mal richtig kacke. Du bist halt nicht Proof. Ach so. Persönlich fand aber die Map von Yordle vorhin echt cool. Der Hauptplanet war vielleicht ein bisschen überpowered. Mit Ressourcen. Ein bisschen. Alter, ich Zeus zu schnell. Das ist so überalbern mit der Geschwindigkeit, wie schnell man Zeus herstellen kann. Das ist nicht besonders schnell. Wie viele Ressourcen sind jetzt hier auf dem Planeten drauf? Der die so schnell her wie Docs. 132 auf dem Heimatplaneten. Aber Wacke hat zusammen 40. Und kriegst nicht einen Proof zu töten. Ja, er hat 102. Mika, du weißt, dass viele Arbeiter irgendwann keinen Unterschied mehr machen, zusammen, weil man eine schlechte Effizienz hat. Na, Mika hat drei Planeten, die zusammen über 30 Metall haben. Stuf hat ja sozusagen den Heimatplaneten, wo er 132 hätte. Aber außerdem, er hat ja nicht mal alles bebaut. Ja, ich hab auch ein bisschen was zu tun hier. Also der Heimatplanet vorn bei Yordle im System hat mehr Ressourcen gehabt als alle Planeten da im System. Uff, wie viele Ressourcen meinst du kannst auf einmal abwehren? Ressourcen haben. Ich finde das eigentlich ganz cool. Alle. Alle. Ey, er kann 10 maximal. Dieser Call! Das sehen wir mal gleich. Ich weiß, du hast mal den Orbit-Konter dagegen gebaut, diese komischen Laserteile, aber ich denke, es reicht trotzdem. Proof auch mal die Mitte in der Orbit-Verteidigung zu, dann schießen die auch noch, wenn es halt in das Mitte wird sind. Jetzt richtig cool. Das wird jetzt, Schönes auf, Feuerwehr. Aufs Maul! Nein, Mika, bau noch mehr. Erst wenn du irgendwie so 20 von den Dingern hast. Mach 50 raus, das ist ja auch Blitzen, wa? Stefan! Nein, das ist noch zu wenig, Mika. Ja, ich baue im Hintergrund noch weiter. Nennen wir das einfach nur den Vorstoß, okay? Ich hab das Gefühl, dass er auch irgendwie die Leute so quälen will. Das wenn man so ein bisschen mach ich mobbt. Gerne, aber meist immer nur so. Meistens in einem kleinen Keller, ne? Bringt das was mit Lufteinheiten dagegen? Ja, aber die werden auch weggelasert, deswegen ab einer gewissen Menge ist es scheißegal. Zeit kannst du so viele Lufteinheiten wie möglich haben. Da hilft halt einfach nur noch Manhattan. Du musst die einfach den Helios rein und lässt die dann darüber. Oder Atombomben oder sowas. Über Helios und lässt ihn einfach darüber schweben und dann dadurch die Manhattans fallen. Das heißt, es konzentrieren sich darauf und dann zack. Hallo, bewegt das? Euch, jetzt so viel Scheiße! Wer hat nochmal gesagt, Zeus sind nicht okay? Das Problem ist, dass wenn Zeus es abstürzen, die halt noch mehr Schaden machen. Das ist das Problem bei denen. Das hat keine andere Titaneinheit, deshalb musst du den nur spammen und dann reinschicken. Doch, der Atlas hat es das auch hat, zerstört. Das haben alle Titaneinheiten. Aber nein, nicht so wie der Zeus, weil du Zeus über gegnerische Einheiten ziehen kannst, was du mit den anderen nicht machen kannst. Vor allem sind die anderen langsam. Hast recht, aber außerdem der Helios stützt gar nicht abstützen. Wenn der Helios runterfallen würde, wäre das schon ein bisschen OP. Setz dich einfach da drüber und hast instant gewonnen, oder was? Ihr muss erstmal da drüber kommen. So, guck mal. Jetzt haben wir eine Stunde gespielt und das Resultat war sowieso dasselbe. Ja, Langeweile halt. Ja, Mika gewinnt halt immer. Mika cheatet ja auch. Ja. Naja, hätte ich dich am Leben gelassen, wir hätten zusammengearbeitet, dann wäre das anders gelaufen. Ja, wir hätten auf Mika gehen können. Ja, aber das wolltet ihr ja nicht und da ist halt das Problem. Ich wusste, dass ich eh sterbe, weil er hatte schon die Nukes extra gegen mich gebaut. Ja, aber Nuke ist kostspielig. Ja, aber ich hatte keine Anti-Nukes. Und ich konnte die nicht so schnell bauen mit 5 Arbeitern. Du wurdest vernichtet. Ja, hättest du mal...